Erstmal Glückwunsch von meiner Seite. Dankeschön. Fang mal mit der Medaille an. Zeig's nochmal her. Ja, gerne. Ja? Ich glaube, so ist vorne. Ja, das ist mir egal, aber Silber ist Silber. Okay, können wir? Ja. Okay. Monika, Glückwunsch zu dieser Silbermedaille. Viele haben gesagt und viele waren völlig überrascht, als es auf einmal hieß, Silber für Monika Karsch. Sie auch überrascht? Ja, also ich habe nur geträumt davon, dass ich es schaffen kann. Aber so die letzten Trainingswochen haben wirklich gezeigt, dass ich eigentlich ein Wahnsinnsniveau, also ich bin auch gestern, also ein Wahnsinnstrainingsniveau habe ich mir jetzt erarbeitet. Und da habe ich natürlich schon gesehen, dass ich das eigentlich kann. Aber dass man es dann natürlich im Wettkampf immer umsetzt, das ist immer das andere Paar Schuh sozusagen. Und heute ist es mir wirklich gelungen, jetzt nicht alles komplett so umzusetzen, wie ich das wollte, aber es hat fürs Finale gereicht. Und das ist ja immer so der Knackpunkt. Und wenn man dann mal im Finale ist, dann kann alles passieren. Also ich bin, glaube ich, nervenstark, finalstark, bin dann immer gefährlich. Und ja, so war es halt heute auch. Und ja. Wann haben Sie denn an die Medaille geklaut? Haben Sie gesagt, jetzt könnte es klappen? Ja, es war total schwierig, weil im Semifinale ja noch meine Hauptwaffe kaputt gegangen ist. Dann musste ich erstmal meine Gedanken noch selber sortieren, mit der Ersatzwaffe schießen, was echt schwierig ist, auch so von gedanklich her. Und ich habe aber mich wirklich super gefühlt, total stark. Und ich wusste, dass ich zumindest kämpfen will um alles, was drinnen ist. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit daran geglaubt, ja. Gab es Momente wie bei Barbara Engleder, die dann kurz vor dem Ende auf den undankbaren vierten Platz zurückgefallen ist? Ja, es war jetzt sozusagen der undankbare Zweite im Metal-Match sozusagen. Gold verloren und Silber hatte ich ja schon sozusagen. Aber ich empfinde das nicht so. Also im Gegenteil, es war vorher die Freude für Silber riesig groß. Und dann habe ich es halt probiert, Gold zu holen. Und ist mir zwar nicht gelungen, aber es ist trotzdem alles super. Es sind die ersten Olympischen Spiele. Ja. Sicherlich überwältigende Momente, die Sie heute erleben durften mit der Siegerehrung. Und auch hier im Deutschen Haus. Hat man so ein bisschen das schon verarbeitet oder ist das alles jetzt? Keine Ahnung. Also ich habe sie ja in der Hand, die Medaille. Also sie ist ja auch echt. Aber ich glaube, dass es morgen sich nochmal ganz anders anfühlt. Ich kann mich erinnern, bei meiner ersten Europameisterschaftsmedaille, die habe ich dann aufs Nachtkastel gelegt und am nächsten Tag war sie auch noch da. Und das ist schon schön, wenn man dann da aufwacht und man hat da was liegen. Vielleicht geht es mir morgen auch so. Mal sehen. Lassen Sie einfach um den Hals, dann kann sie nicht wegkommen. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Danke.